Hier sind wieder Mephisto 2051. Varona MC. Mevia. Hi. Willkommen zurück zu Minecraft City 2 mit dem Septic Modpack von Varuna. Jo, ihr seid endlich mal fertig geworden hier. Ja, das. Wir haben uns ja doch entschieden, außerhalb der Folge ein wenig weiterzumachen, damit wir irgendwann noch durch dieses Labyrinth kommen. Und das hat uns, glaube ich, Outplay 1,5 Stunden gekostet oder so. Naja, nicht wirklich. Eine halbe Stunde, aber trotzdem. Mephisto ist circa 1000 Mal gestorben. Nur ein halbes Dutzend. Aber das mit Sicherheit. Burned to crisp, was slain, was pummeled, was blown up, was pummeled. Ja, Tatsache, exakt 6 Mal. So, und ich habe irgendwo mein Schwert verloren. Oh, da steht ein Creeper. Du darfst da nicht sein, geh weg. So, jedenfalls sind wir jetzt auf der unteren Etage und Melvia weiß auch, wo wir den Minotaurenkönig finden, den es hier zu finden gibt. Ansonsten ist die Maze immer das gleiche, ab und zu findet man mal ein paar Truhen. Ganz viele Minotauren, Feuerkäfer und blablabla. Und wir haben, ich habe dank Melvia jetzt eine vollständige Steam-Leaf-Rüstung, damit ich hoffentlich nicht direkt wieder sterbe. Wir können ja einfach hier durchschlagen, geht das? Ja. Oh, das ist ja richtig gecheatet hier. Nein. Ah gut, der macht ja keinen Schlagschaden. Der kriegt ja das Tor nicht auf. Das ist gemein. Ich werde hier gerade mal das Treppenhaus für fertig bauen. Exploit-Alarm. Du schlägst mit leeren Händen auf ihn. Aua. Nein, ich habe einen Speer in der Hand. Den sieht man halt nicht. Das ist aber echt assi hier. Behelfstreppe. Wir sind super assi hier. Ich hatte doch mal irgendwo Granit. Wo habe ich denn den hin? Ja, kann. Und bam! Wuhu, meiner. Meins. Moins. Danke. Ey, du hast es trotzdem aufgesammelt, verdammt. Aha. Ah ja, genau. Truhen gibt es noch. Da gibt es Dynamit. Jetzt habe ich noch einen Helm. Hier ist noch Charm of Keeping. Wenn man immer gerne verliert. Die Behelfstreppe. Drei Truhen gelootet, wo ich eine loote. Wow. Kann ich mal abbauen, wenn ich noch. Hier hast du noch einen Charm of Keeping. Hä? Gesehen. Haben wir jetzt ein Dutzend von 32. Fehlen nur noch 20 Stück. Ja. So. Dann beeilt euch mal. Wir müssen jetzt hier dieses Meat Stroganoff essen. Kann ich? Ich habe keinen Hunger. Mighty Stroganoff. Das macht uns doch irgendwie stark, damit wir irgendwas anderes widerstehen in dem Wald, oder? Ja, wir sind jetzt quasi abgehärtet dem Feuer gegenüber, das im Feuersumpf herrscht. Da können wir jetzt die Hydra besiegen. Ja, irgendwas war da. Ich wusste noch, dass man es braucht, aber nicht mehr wofür. Das war schon die ganze Hexerei. Ja, dann auf nach oben. Oder. Du leckst diesen gerade ein wenig vorwärts. Oh ja. So, hier müssen wir uns, glaube ich, hochbauen. Hier gibt es gar nichts zum runterklettern. Dann bau dich mal. Ach, hoch. Du kannst dich da hoch. Ja, dankeschön. Das mach ich. Oh, das war falsch. Steht da, macht mir die Nase lang und wird von dem Taurus runtergeschubst. Mo. Also ich könnte jetzt ganz viele Mace Stones bauen, um da hochzukommen. Ich habe nichts anderes. Ach, ich habe eine lustige Idee, warte. Ich muss ja hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reicht. Habe ich halt 10 Dynamit gesetzt. Ach, wir haben leider keinen... Verschwendung. Ah, warte mal. Da fällt mir gerade ein. Hast du noch das Papier eingesammelt? Papier, ja. Ich habe noch ein Dutzend Papier. Warum? Oh, sehr schön. Ich werde jetzt ein Papierseil herstellen. Was ist denn jetzt los? Gib mir wieder das Papier. Ja, Moment. Work. Okay. So. Bei mir hat irgendwas gedingt, aber ich weiß gar nicht was. Komisch. Blank Maze Map, ja. Die hatte ich auch schon. Oder? Nein, du hattest die normale Maze. Okay. Eine normale Magic Map, die MT. Okay, und deine macht jetzt was? Das ist jetzt eine Maze Map. Die ist jetzt halt eine Labyrinthkarte. Und hier gibt es noch ein
Hier gibt es nämlich noch einen geheimen Raum mit Schätzen. Den will ich jetzt so finden. Echt? Oh. Der blöde Feuerkäfer nicht noch abfackelt, ey. Welcher brenne ich jetzt gleich zu Tode? And now to find the exit. Warte, ja, da oben. So, Treppe ist fast fertig. Muss ich hier aber halt nochmal durchs Labyrinth rumlaufen. Oh, Creeper, Käfer. Bist du jetzt wieder unten, oder? Ja, ich bin jetzt wieder in der unteren Ebene, weil der Geheimraum ist hier in der unteren Ebene. Hä, was ist denn hier? Dynamit lässt sich sehr leicht abbauen. McAfee will ein Update machen. Muss es denn jetzt sein? Ja, gibt keinen besseren Zeitpunkt. Hast du die Karte mitgenommen? Ich hab sie gar nicht. Ich hab eine gemacht und hab die jetzt in der Hand, ja. Nein. Ach so, ich hab jetzt mir nicht gewünscht, dass wir das Papier hingeworfen haben. Ich möchte wissen, wie das aussieht. Komm ich mal wenigstens am Mittelpunkt mal abholen. Okay. Nein, nicht so. Doch. Wenn ich jetzt eine Karte habe, ist das ja relativ einfach. So, wir müssen hier ein bisschen umbauen. Wir haben vorbeigelaufen hier, ich sehe dich doch. Hallo? Ja, da führt gerade kein. Auf dieser Seite führt kein Weg hin. Ich habe alles so schön geplant gehabt und jetzt muss ich anders bauen. Ah, ja, ich sehe es. Hier geht's nicht raus. So, vielleicht. Seh dich nicht mehr. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Ah, ich hab den Geheimraum gefunden. Ja, wenn man. Also hier während dem Laufen. Die Karte. Lesen. Ja, halt, du, stopp, hinter dir. Ah, komm mit. Zeig mir doch mal die Karte, dass ich mir die auch mal anschauen kann. Ich glaube, ich muss die Treppe jetzt mal kurz ein. Oh ja, das ist natürlich extrem praktisch. Oh nein, der schöne Loot! Ich hab hier umgebaut. Das heißt, wir sind jetzt. Ach, da hat Mavia so ein komisches Ding hingesetzt, deshalb. Der schöne Loot! Naja, gut, wie gesagt, es war nichts Wichtiges drin. Nur ein paar. Gerade in die erste Kiste reingeschaut und dann hat's gemacht. Klick! So, oh oh. Ja, ich konnte schon alle reinschauen und es war nur das Übliche drin, nochmal ein paar Ironwoods, hier Steel Leaf, ein paar Mace Mann, ärgerlich. Ja, ein bisschen Werkzeug, halt eine Pick, eine Schaufel, eine Axt, aber halt, keine Pick, die habe ich vorher eingesammelt. Halt leider nicht den Mace Breaker, den ich gesucht habe, schade. Das wäre schön gewesen, ich habe mich eigentlich auf Steine gefreut. Ein paar Steine kann ich dir mitbringen, aber halt nicht viel. Ja, bring mit, was geht. Also die brauchen wir noch für irgendwas. Lass mich mal kurz gucken. Nein, die brauchen wir nicht. Nur zum Bauen. Ah, hier für den nächsten Altar bräuchte man die. Brauche ich 2 Dekorative, 2 Mosaik und 2 Chisels. So. 2 Dekorative, 2 Chisels und... Ich habe jetzt ein kleines Problem. Ich kann das Dach hier nicht fertigstellen. Ich brauche irgendwie. Was willst du? 2 Dekorative, 2 Chiselt und. Viel zu kann viel. Kann ich dir gerade nicht sagen, ich bin am Abbauen. Musst du gucken. Viel zu viel Clay. Das muss ich irgendwann mal sammeln zwischendrin. Chiselt habe ich, du baust das Falsche ab. Okay. Dekorative hast du gesagt. Das sind oben die an der. Nee, Dekorative habe ich gechiselt und. Keine Ahnung. Ich brauche 2 gechiselte, 2 ja. Mosaik. Ja? Ah, Mosaik habe ich selber, gut. Also ich brauche noch einen gechiselten und dann habe ich alles. Ich habe von jedem in 10 Stück oder so. Bis auf den gechiselten habe ich 2, aber es reicht. Ja, okay, gut. Dann sind wir hier durch. Oh Gott sei Dank. So, und jetzt hier raus und in das Feuergebiet zur Hydra. Ja. Du hast die Karte, du findest den Weg nach draußen, sehr schön. Nein, schon wieder zu wenig. Ey, ich weiß gar nicht, wie viel Blöcke ich hier verballe. Ich verbrauche so viel Material hier. Kommt davon, wenn man so viel baut. Aber das Treppenhaus ist jetzt schon mal fertig. Ja, schön. Schauen wir uns demnächst mal an, aber ich glaube, wir gehen weiter zur Hütte.
Wir haben noch über 10 Minuten Zeit. Und ich habe kein Dark Oakwood mehr. Ja. Anbauen. Ja, habe ich ja. Sind wir richtig? Geh ich mal kurz holen. Karte zeigt meinen Richtungspfeil nicht an. Dark Oakwood müsste ich jetzt wieder genug haben. Mit der Lampe-X geht es zum Glück ratzfatz. Ja, die Richtung ungefähr. Auch wenn die Twilight Forest Karte es bei mir nicht anzeigt. Die Karte kann manchmal ein bisschen rumbacken, wenn du irgendwie nochmal zwischen den Dimensionen hin und her springst. Dann musst du dich neu einloggen. Dann funktioniert die Karte wieder. Okay. Kann aber auch sein, dass du dabei rausfällst. Ich gehe davon aus, dass ich mit Hilfe dessen, wo wir ungefähr waren auf der Karte, dass das stimmt und dass ich dann nach Nordosten laufe und in das rote Gebiet komme. Nicht nach Nordosten, einfach nur nach Osten. Sieht doch schon sehr feuersumpfig aus. Ja, und da hinten ist auch schon die Höhle der Hydra. Genau. Sind da nicht auch mal Erze drin gewesen? Nein, das sind die Hollow Hills. Kann aber sein, dass Hydra schon gelegt wurde von den anderen. Ja. Waren die in einem anderen... Hier oben sind aber Erze, wie ich gesagt habe. Ja. War wenig. Hollow Hill hat dann mehr. Hier muss ich jetzt mal die Fenster noch raushauen. Ja, vielleicht haben die anderen schon mehr abgebaut oder es hängt einfach... Hier hinten sind noch welche. Ja. Nee, das hängt da, wie ich es gesagt habe. Okay. Ist das hier quasi Hollow Hill? Und ich werde hier im Treppenhaus extra Fenster einbauen. Okay, aber das bringt uns alles nichts, wenn wir hier nicht hin müssen. Müssen wir eine andere Hydra finden, in einem anderen Quadranten. Gut, dann muss ich dir folgen, weil meine Karte spinnt sowieso rum. Hier in dem Quadranten gibt es keine weitere Hydra. Wir müssen, wie gesagt, in den nächsten gehen. Dann müssen wir uns eine neue Karte craften. Norden, würde ich sagen, oder nach Osten. Das ist der schnellste Weg in einen anderen Quadranten. Ja, da müssen wir eine neue Karte für craften, das meinte ich. Ach so. Können wir machen, das ist relativ wenig Aufwand, aber... Machst du am besten nochmal einen Cut. Okay, dann machen wir wieder einen Cut und Melvia zeigt uns dann gleich eine neue Karte. Passt gut. Gehen wir zwischendurch auch nach Hause? Ja, ne? Ja, würde ich mal behaupten. Gut, dann kann ich auch mal mit in Italien und wir sehen uns dann zum Craften der Karte wieder. Tschö. Die anderen zwei sind zurück aus dem Twilight. Nicht wahr? Ja. Wir sind noch nicht in der Aufnahme. Bei mir schon. Ja, super. Melvia, bist du soweit? Können wir anfangen? Ja, ich warte nur auf dich. So, perfekt, dann starte ich auch mit meiner Aufnahme. Ich bin hier bald fertig. Sehr schön. Wir sind auch zurück. Freut mich. Ja, du hast schon gebaut. Magic Map Focus, Twilight Forest. Hatten wir tatsächlich zwei Stück schon. Ich glaube, ich aus dem Labyrinth einfach die Blank Magic Map craften? Nö, die lässt du jetzt da liegen. Das hilft ja sehr viel im Twilight. Natürlich craftest du die. Okay, aber wie finden wir die an einem Planquadrat im Twilight? Indem wir einfach in den Planquadrat gehen und sie dann rechts klicken, so wie du die andere auch in den Standardquadranten hier angewendet hast. Verona beamt sich durch die Gegend. Ich beame nicht, ich laufe. Man hat gesehen, dass du durch die Gegend beamst. Ich bin gelaufen. Schau in meiner Aufnahme vorbei. Ja, kann ja sein, aber bei mir siehst du, Varuna steht hier, Varuna steht da hinten. Mit so einer Wusch-Bewegung dazwischen. Das liegt an einem schlechten Internet. Ach, ich meine, das Falsche ist so. Da. Dann sollte vielleicht nach Süden gehen, oder? Ja, hier lang. Kurz mal ein bisschen Olivenbaumszeug einsortieren. Olivenbaumszeug. Die Oliven. Oh, und mein Nacken tut weh. So, ich brauche jetzt eigentlich 10 Millionen Clay. Ja, danke, Mavia. Ja, irgendwie muss man hier über das Wasser kommen. Was hast du da bitte für Schuhe? Meine Schuhe sind Schleimschuhe. Ah, also... Deswegen kann ich bouncen. Mit der Schleimschlinge kann ich mich nach vorne transportieren. Da muss ich mir das unbedingt mal angucken. Die gibt es auch schon seit Ewigkeiten, die sind nicht neu. So, ja, deswegen. Brauch Akazienholz.
So, wir gehen jetzt einfach nur nach Süden, bis wir in dem anderen Map-Teil sind. Da meine Map trotz Disconnect zwischen den Aufnahmen immer noch nicht funktioniert, musst du mir leider sagen. Ja, du bist jetzt wieder rein teleportiert. Da funktioniert sie jetzt wieder nicht mehr. Wenn du dich jetzt ausloggen, wieder einloggen würdest innerhalb des Twilight Forest, dann funktioniert sie wieder. Aber meine funktioniert auch nicht. Ich muss auch raten. Also, da ist schon wieder ein Sumpf. Also ich würde mal fast behaupten, wenn wir jetzt die Karte benutzen sollte. Ja, hier ist kein Sumpf drauf. Wir sind ein gutes Stückchen nach Süden gelaufen. Wir probieren es einfach. Da haben wir schon wieder eine Hydra. Genau. Wenn ich da mal zwei nutze. Funktioniert perfekt. Sehr schön. Hier ist übrigens ein normaler Wolf, den Warunda die ganze Zeit sucht, um sich da einen Hund draus zu züchten. Ja. Die würden ja die ganze Zeit angreifen. Toll. Ja, Leute, die möchten Haustiere, die sie die ganze Zeit fressen könnten. Muss ich mir irgendwann mal einen holen? Ein Wolf. Jawohl. Also ein Hund. So, ich gehe jetzt Akazienholz anbauen. Da hat man doch eine Freundin, da kann man auch eine Leine um den Hals legen und dann ist gut. Na. Hm. Manche mögen das. Die anderen verklagen dich dann. Ja. Oh, hä? Nanu? Was? Ja, wir sind in einem Sumpf, das heißt, wir sind wieder bei dem Labyrinth angekommen. Tütüt. Nein, wir müssen noch weiter nach Süden. Ja. Aua. Wieder mein Spaß von eben, den wir während der Nichtaufnahme hatten. Wenn man das Ei auf den Boden wirft, fängt man ein rohes Ei. Und ja, man vergiftet sich, wenn man das isst. Das ist ein bisschen doof hier, da ist so dunkel. Hier ist auch keine Hydra, was soll denn das? Echt nicht? Nee, hier ist leer. Oh. Da ist auch eine Fackel, also da war wahrscheinlich schon wieder jemand von den anderen. Oh, Leute. Ja, dann wird es langsam eng, also wir haben noch 2 Minuten, vielleicht 5. Ja, machst du wieder einen Cut und gucken wir, ob wir bis dahin eine weitere Hydra finden. Ich bezweifle zwar, dass wir hier in dem Quadrat wieder was finden, aber... Wir versuchen es hier noch ein bisschen weiter, wenn nicht, machen wir nachher einfach die Abschlussbesprechung. Genau. Bis dann. Jo, bis denn. Nach einer langen, langen Reise durch den Twilight Forest haben wir endlich eine Hydra gefunden. Ach, nix. Wie nix? Da wurde auch Zeit. Boah. Komm, du machst die ganze Zeit gar nichts. Karte, die wir haben. Ich habe den Atlas nur abgelegt, damit er uns nicht stört. Und Mavia, naja, befeuert die Naga schon mit Pfeilen. Ja, aber die ist aber leider immun gegen Pfeile. Sehr doof. Da habe ich schon einen magischen Infinity-Bogen. Okay. Ich dachte gerade, sie gähnt. Kann die auch zurückwerfen, die Feuer. Oh, hier ist Lapis Lazuli. Die schaut mich an, das gefällt mir gar nicht. Ach komm. Schau dich mal jemand an und du willst nicht haben. Au. Warum? Du bist nicht zu verstehen. Warum bin ich nicht zu verstehen? Sie hat auch gegen irgendjemanden schon gekämpft. Sie hat schon Schaden bekommen. Ja, eben, als ich sie gefunden habe. Ah, hier hat Mavia irgendwas gebuddelt. Ich pick sie jetzt in den Bauch. Fertig. Die kriegt ja gar keinen Schaden, die Nahydra. Piekst du sie in den Fuß, das sollte ja einmal an. Das ist super, hier ist ein tiefes Loch. Ich hab's gefunden. Mavia, wo hast denn du denn selber wie die Naga den Gang nach unten hingegraben? Rock Crystal Ore. Was ist denn das? Jetzt machst du mich gerade durcheinander. Was für ein Gang nach unten? Du hast irgendwo einen Gang nach unten gebaut. Ja, wofür? Meinst du meinen Altar, oder? Nee, woanders. Ich hab keinen Gang. Ich hab einen Feuerball abbekommen, das waren 5 Schadenspunkte. Da hängen die Blood Magic-Teile rum. Deshalb dachte ich, das wäre von dir. Aber dann? Heilt sich jetzt. Das ist so schön. Komm her. Rock. Krieg. Was macht man damit? Kann den nicht in den Schwanz schlagen. Ah, lass den Schwanz doch stehen. Aber wir wissen doch nicht, was es ist. Okay. Steht dir gerade auf dem Kopf, ne? Ja. So schwer ist sie nicht.
Wir waren noch irgendwo. Ich weiß nicht mal, ob ich sie treffe. Bist du immun gegen Feuer oder was? Dirt. Da vermute ich Clay dahinter. Ich frage mich, ob mein Schwert was bringt, wenn ich Feueraspekt drauf habe. Oh, das ist eine Höhle. Kann ich sagen. Aber das da wird sich noch ein bisschen ziehen. Sie kriegt langsam Schaden, aber. Ja, gut, das ist jetzt relativ langweilig hier. Da könnt ihr auch Clay sein. Wir machen ab hier einfach eine schnelle Aufnahme. Also einmal zum Ende vorspulen. Also sie macht auf jeden Fall meine Rüstung kaputt, massivst. Ich suche mal weiter, Clay. Oh, hier ist eine Schlucht. Nicey, nice. Schissene Loch. Das mache ich jetzt gleich mal zu mit irgendwas. Ganz edel Marmor abgebaut, um hier dieses Loch zuzumachen. Ich hoffe mal, dass ich hier Clay finde. Joho. Hast du das Loch gefixt? Sehr schön. Ja, ja. Ich möchte mich aber hier erstmal absichern. Ich hab einen Spawner. Dann bau ihn ab. Zumindest ist er Moss Stone. Das müsste ja dann ein Spawner sein, oder? Sollte sich nichts dran verändert haben. Ja, ja, nur dass da dann keine vollen Kisten stehen, die sind leer. Wieso denn das? Ei, weil der Mod nicht, der Mod-Autor nicht will, dass wir irgendwelche Sachen finden, die nicht der Progression entsprechen. Aber soll ich den wirklich abbauen? Spawner kannst du abbauen, ja. Wäre es im Moment nicht sinnvoller, den zu lassen? Noch liegen lassen. Markieren, gut ist. Und vielleicht war es auch nur ein Fake. Ich höre nämlich keine Zombies. Dann war da vielleicht, man hat ihn abgebaut oder es spawnen keine Spawner in solchen Räumen. Nee, da ist nichts. Aber den Moss Stone nehme ich trotzdem mit. Das. Kann man ja vielleicht gebrauchen, um irgendwie die hier Tinkers Werkzeuge zu beeinflussen. Zum Beispiel. Oder um irgendwelche Marktplätze damit, Kanalisationen oder weiß der Kuchen. Irgendwas wird sich schon damit anfangen lassen. Boah, laufen muss. Right-click a bookshelf with this is to convert it into mending moss. Consumes 10 levels. Okay. Und was mache ich damit dann? Verstehe dich gerade, nur sehr schlecht, weil die Hydra mir die ganze Zeit ins Ohr schnauft. Wenn wir so gemacht haben, wir sind gleich fertig, dann können wir alles gut. Was auch immer du machst, drüber reden. Ich frage mich nur selbst. Jetzt müsste die Hydra langsam mal sterben. Wir haben sie hier ordentlich runtergeklopft. Ja. Wieder eine Aufnahme. Hoffst du. Aber die ganze Zeit, aber das wird halt vorgespult. Achso, okay. Hydra, und stirb, und, jawohl, Hydra Slayer, wuhu, puff, puff, bam, ja, angeblich hatte sie 1000 Lebenspunkte, wurde irgendwann mal zwischendurch kurz angezeigt, und jetzt, ich habe nichts bekommen, du? Ich habe Hydra Chop, Fiery Blood und die Trophäe, ja. Okay, was machen wir mit der Trophäe nochmal? Wir müssen jetzt mit einer Trophäe müssen wir in so einen, in den Dunkelwald, den du gefunden hattest, oder in einen dieser Dunkelwälder, da dann diese Trophäe auf die auf das auf den Altar machen. Damit das irgendwo ein Dungeon öffnet. Genau, da geht das Tor auf und dann müssen wir da dann Monster kloppen. Ich habe kein Licht mehr dabei, das ist aber schlecht.
Aber das machen wir beim nächsten Mal. Das hier war lang genug, die Aufnahme. Ja. Ich habe leider auch nicht so viel Klee gefunden. Na gut, dann vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Vielen Dank an euch beide fürs Mitmachen. News und Infos gibt es wie immer bei Twitter. Bei Gefallen doch bitte ein Abo oder einen Daumen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns einfach nächste Folge wieder und schauen auch bitte bei Maruna vorbei. Bis denn. Ciao, Leute. Ebenso. Bye. Ciao.